Und ich möchte, dass ihr laut und hysterisch klatscht für Martin Frank. Hallo. Grüß Gott. Sie wollen, verstehen Sie ein bisschen bayerisch? Nicht, alles klar. Nein, ich werde mich auf alle Fälle anstrengen für Sie, weil Sie haben schließlich Eintritt bezahlt für so eine Karte. Ich weiß, es sind heute noch Landkinder da. Dann da mit Landkinder klatschen? Ah doch, sind schon ein paar da, gell? Also und wie Landkinder, wir sind einfach ein bisschen anders. Mal, wenn ein Stadtkind einen Regenwurm sucht, haben wir den schon lang gefressen. Weil wir wissen noch, wie das Viech ausschaut. Und ich bin ja auch durch die harte Erziehungsschule von meiner Oma gegangen. Ich habe von meiner Oma gelernt, dass zum jeden Menschen, der mir bei uns im Dorf über den Weg läuft, grüß Gott sagt. Also grüß Gott, das haut sie mir raus. Ich kann das gar nicht mehr steuern. Also das haut sie mir raus wie mein Opa einen Auswurf. Es liegt da vor mir da. Denk mal, Entschuldigung, ihr wollt das gar nicht. Und ich habe nicht gewusst, dass grüß Gott hier in Hamburg nicht zur allgemeinen Stimmung beiträgt. Vor allem nicht werktags. 17 Uhr, U-Bahnhof, Station Reeperbahn, habe ich nicht gewusst. Ich bin am Freitag angekommen, gehe runter in die U-Bahn, steige ein und habe, wie das von meiner Oma kennt, sage ich so, grüß Gott beieinander. Dann war gleich massenpanische Stimmung, weil die haben sich alle gedacht, scheiße, Fahrkartenkontrolle. Okay. Ja. Und dann ja. Dann habe ich gesagt, Sie, keine Panik, bitte setzen Sie sich wieder. Ich fahre auch schwarz. Aber die Leute haben mich angeschaut, das waren Blicke, wie wenn ich bei uns zu Hause die Türe vom Hühnerstall aufgemacht hätte und ich gesagt, mei, heute brauche ich Suppenhuhn, Freiwillige vor. Okay. So haben mich die Leute angeschaut. Aber, Entschuldigung, ich wollte eigentlich heute hier was anderes sagen, und zwar muss ich hier ein Geständnis machen heute. Und ich weiß jetzt nicht, wie Sie über das Thema denken, weil bei uns in Bayern ist es sehr schwierig, also man muss da wirklich aufpassen. Ob ich, vielleicht sind Sie da in Hamburg ein bisschen offener mit der Reeperbahn und allem, aber ich sag's jetzt einfach, Sie werden sich wahrscheinlich eh schon gedacht haben an meiner Art, wie ich mich bewege, wie ich rede. Ich sag's jetzt einfach, ich habe keinen Bachelor. Es ist schlimm. Früher hat man gesagt, ich bin hetero, heute sagt man, ich bin der Bachelor. Wirklich. Man geht automatisch davon aus, dass man das ist. Und ich hasse die Frage. Ich hasse die Frage. Martin, was studierst du? Martin, was hast du studiert? Das ist bei mir so Salz in die offene Wunde. Ich mag doch sowas auch nicht. Ich gehe doch auch nicht als Taube in den Hühnerstall und sage, und wo fliegen wir heute hin? Ich auch nicht. Aber. Na, bitte, hört auf, bitte, nicht klatschen, nicht klatschen, jetzt furchtbar, ich hab keinen Bachelor. Wissen Sie, ich hab auch schon oft gedacht, Martin, vielleicht ist es ein Kompliment. Vielleicht schaue ich einfach so unfassbar gescheit aus. Aber vielleicht ist es auch nicht so gemeint, gell? Wenn man zu kleinen Babys sage ich immer automatisch, mei, bist du süß. Und in Wirklichkeit denke ich mir, ach du lieber Gott. Das arme Kind. Holt eine Burka. Okay. Nein, Entschuldigung. Mir kommt es momentan so vor, als müsste man sich heutzutage entschuldigen, wenn man kein Hochschulstudium mehr hat. Es tut mir leid, es gibt noch junge Menschen wie mich, denen gelangt der Bachelor auf RTL. Okay? Aber ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, wenn die. Ein Beispiel: Mama muss dreimal in der Woche zum Putzen gehen, Papa ist LKW-Fahrer. Da kann ich verstehen, dass sie sagen wollen, mein Kind studiert. Die wollen stolz sein. Und das Kind soll mal mehr verdienen wie Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel und Tante zusammen. Aber laut Statistik studieren nur 12% der Kinder aus solchen Familien, weil du wirst dann als Kind der niedrigen Bildungsschicht bezeichnet. Das Beamtendeutsch und heißt, du bist das Kind von zwei Deppen. Okay? Aber. Da muss ich sagen, da habe ich lieber zwei Deppen zu Hause, die sich auch ab und zu mal in ein Arbeitsgewand schmeißen, wie zwei realitätsfremde Hochbegabte, die glauben, Hilti ist ein Reisgericht aus Afrika. Wirklich. Bei mir, Entschuldigung, bei mir hat es lange so ausgesehen, als wäre ich
Also Depp, wo jetzt nicht sagen, weil aber heute nicht so ganz hochbegabt. Ich habe meine Aufnahmeprüfung in die Realschule nach der 4. Klasse nicht geschafft. 5er in Deutsch. 5er in Deutsch. Jetzt können Sie natürlich sagen, oh, für einen Bayern doch ganz akzeptabel. Okay. Aber mein Papa hat danach 3 Wochen lang geglaubt, ich bin der leibliche Sohn von unserem rumänischen Backelfahrer. Wirklich. Aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe diese Prüfung in Bayern abgelegt, ja? Und ein bayerischer Fünfer ist wie ein Zweier in Berlin, weiß man doch. Ja. Aber ich denke mir immer, das kann es doch nicht sein, es kann doch nicht jeder studieren. Stellen Sie sich vor, es würde jeder studieren. Wer verkauft uns denn dann morgens in der Metzgerei ein paar Mal Leberkassemmel? Entschuldigung, das haben Sie gar nicht. Also, ein Fischbrötchen. Wer verkauft uns denn dann am Fischmarkt ein Fischbrötchen? Wer macht es denn? Frau Dr. Hering, genau. Das weiß ich nicht. Kriege ich dann, was bekomme ich denn dann? Kriege ich dann einen Hering und anschließend eine Darmspiegelung? Ich weiß es nicht. Oder apropos Metzgerei. Ich war Freitag, bevor ich zu Ihnen in schöne Hamburg gekommen bin, war bei uns im Dorf in der Metzgerei, so eine kleine Metzgerei, Familienbetrieb, eigene Schlachtung, eigener Verkauf, machen noch alles selber. Und vor mir war eine Dame und die wollte 200 Gramm Hinterschinken. Und dann greift die Verkäuferin gerade zum Hinterschinken hin, sagt die Kundin schon, der ist aber nicht mehr frisch. Dann sagt die Verkäuferin, ja, woher wollten Sie das jetzt wissen, dass der nicht mehr frisch ist? Dann hat die Kundin gesagt, ja, ich habe schließlich studiert. Ernährungswissenschaften. Und was haben Sie? Dann sagt die Verkäuferin eiskalt, ich habe vor 10 Stunden diese Sau gestochen. Also was sagt uns das? Dass man oft für die wirklich wichtigen Dinge im Leben nicht unbedingt ein Studium braucht. Oft langt schon eine Ausbildung und ein Messer. Und es hat, und Entschuldigung, nein, nicht klatschen, hören Sie auf, nicht klatschen. Und es heißt auch nicht, dass man, wenn man studiert, dann anschließend auch was kann. Sie, mein bester Freund, mein bester Spätzle, der Max, der hat Maschinenbau studiert. Kann nix. Kann nix, weil bei uns war letzten Sommer der Rasenmäher kaputt. Mein Papa wollte ihn reparieren. Aber repariert ist jetzt bei meinem Papa großes Wort. Also er baut ihn halt auseinander. Ist aber immer so, egal was ist, was, der geht nicht mehr. Ja, den bauen wir auseinander. Und dann ist er auseinandergebaut und dann heißt es meistens, ja, da, schau her. Tank leer. Ja, aber. Ja, schön. Aber zusammenbauen kann er nicht mehr. Dann sage ich, Papa, das gibt's doch nicht. Du hast ihn doch auseinandergebaut. Du wirst doch wieder zusammenbauen können. Sagt er, ja, woher soll ich das wissen? Mama zieht sich anschließend auch wieder selber an. Voll gut. Ja, ja, das ist dein Argument. Aber dann habe ich mir gedacht, Martin, für was hast du Max? Dann sage ich zu Max, pass auf, kannst du unseren Rasenmäher zusammenbauen? Dann sagt er zu mir, ja, zusammenbauen kann ich ihn nicht. Aber zeichnen. Jetzt hast du Maschinenbau studiert und dann kannst du einen Rasenmäher zeichnen. Das ist ja wie wenn ein Taxifahrer sagt, ja, abbiegen kann ich nicht, aber blinken. Entschuldigung. Nein, aber ich möchte nicht, dass Sie glauben, ich will hier irgendjemanden von einem Studium abraten. Überhaupt nicht. Gell, wenn heute hier ein junges Mädchen auf mich zukommt, gut, heute vielleicht nicht, aber anders. Geht zu mir her und sagt, du, Entschuldigung, ich will studieren, ich will Blockflöte studieren. Dann akzeptiere ich es. Okay? Obwohl ich weiß, du wirst wahrscheinlich mal im Jobcenter flöten. Okay? Aber genauso muss man doch auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich will nicht studieren, ich will Ausbildung, ich will Politesse werden. Dann akzeptiere ich es auch. Obwohl ich weiß, dein Freundeskreis wird überschaubar sein. Und nicht klatschen, nicht herzhaft. Und ich glaube auch, man kann sich aus der Realität wegstudieren. In Bayern sagt man blöd studiert, wirklich. Sehe ich oft bei uns unseren Urlaubsgästen am Hof, wir haben ab und zu Urlaubsgäste da, oft aus sehr weit entfernten Ländern, sehr exotische Länder. Länder, von denen haben wir in Bayern noch nie was gehört. Meistens Mecklenburg-Vorpommern. Es war mal eine Dame da, Brigitte, und die hat ein bisschen gestörtes Verhältnis zu Tieren, also die hat die Realität verlassen. Weil wissen Sie, für uns daheim auf dem Hof, für uns ist es nicht so schlimm, wenn mal ein Huhn stirbt. Gell, da laufen so viele rum.
Es ist gar schon mal sehr, dass Sonny umhaut. Die liegt heute dann da. Aber für Brigitte war das ein halber Weltzusammenbruch. Brigitte stand vor dem toten Händel und hat gesagt, ah! Ach du liebe Güte, Frau Bauer, hier ist ein armes Hühnchen verstorben. Dann hat meine Oma gesagt, mein Sie, bei uns in Bayern, da stirbt kein Händel nicht. Das verreckt. Ja, ach du liebe Zeit. Aber an was ist denn das arme Händel verreckt? Dann hat meine Oma gesagt, mei, das wissen doch wir nicht. An was das diese Dreckshähn verreckt ist. Sie, die redet ja nicht mit uns. Die sagt ja nicht sowas wie, oh, 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 oh. Ich glaube, heute habe ich Glyphosat erwischt. Das sagt ihr die nicht. Ja, aber was machen Sie denn jetzt mit ihr? Kommt die jetzt in die Suppe? Oder machen Sie da schicken Nuggets raus? Oder beerdigen Sie die? Das ist der Gipfel. Weil in Bayern ist noch nie ein Händel beerdigt worden. Sie beerdigen doch auch keine Fische, oder? Das ist ja Wahnsinn, aber das ist eine Marktlücke. Was ist jetzt? Aber das ist eine Marktlücke, wirklich. Ich weiß, es sind heute Landwirte unter uns. Sugar, ich riech's doch. Also irgendwo, oder bin ich das? Kann auch sein. Man bringt's ja irgendwann nicht mehr raus. Aber wenn Sie eine Landwirtschaft zu Hause haben, dann bieten Sie Beerdigungen für Hühner an. Schlägt ein wie eine Bombe. Man kann bei uns zu Hause für ein jedes Händel eine Patenschaft übernehmen. Man kann dann, also eine Hühnerbeerdigung kostet 37,50 €, zwei kosten 80 Euro. Das haben wir von der Raiffeisenbank gelernt. Und wenn man 50 Euro drauflegt, kommt der Herr Pfarrer vorbei. Und ich singe immer für ein jedes Händel eine Abschiedsarie, die ich Ihnen jetzt auch gerne als Abschied noch auf den Weg geben möchte. Weil ich singe schon so lange im Kirchenchor. Jetzt machen wir ganz gern bitte Musik ab. Wir stehen miteinander in Bayern am Misthaufen. Herr Pfarrer ist da. Brigitte ist da. Brigitte heult. Also in Bayern sagt man gebläht. Hat eine Messe bezahlt. Da liegt das tote Händel. Und hinter mir steht der Gockel. Und den geht's momentan psychisch gar nicht so gut. Weil das war sein Lieblingshändel. So eine ganz gern Maustier. Sitzt auch vorbei. Haben Sie die Emotion? Haben Sie die Emotion? Nicht so schreien, das passt doch gar nicht. Hallo. Mein Händel ist verreckt. Hallo. Entschuldigung, so haut es nicht hin. Aber wissen Sie, wer dieses Stück komponiert hat? Händel. Dankeschön. Thank you.